It's Action Time and here we go. Ja, 15:54 Uhr, gleich 16 Uhr, ne? Ich sitze mit der Minimalbeleuchtung. Da ist der Monitor, wo ich hingucke, und die andere Seite ist ein Fenster. Die Farben sind schön. Der YouTuber sieht wieder blendend aus. Ich habe mir noch niemals die Haare gemacht. Die sind von Natur aus. Ich sehe einfach von Natur aus geil aus. Ich kann es nicht ändern. Schätzelein. So. Liebe Freunde, liebe Mitbürger, wir sind hier und heute zusammengekommen, um ja den digitalen Untergang von meinem Plan B. Ich habe ja so eine Art 10-Jahres-Fahrplan. Also es gibt so eine Art digitale Todesliste von YouTubern, die ich alle platt machen werde. Ich werde die alle wie die Lemminge an den Rand des Wahnsinns führen, ganz langsam. Und wenn die da so stehen, so auf der Kante, dann schupp ich den einfach mit einem Finger so weg. Zack, erledigt. Ja. Ich habe bei meinem... Ich bin ja auch sozial verantwortlich unterwegs im Netz. Viele kennen mich. Viele wissen, meine Sozialkompetenz eilt meinem schlechten Ruf voraus. Und ja, ich bin ein potenter, verlässlicher Gegner. Also wer Stress braucht, immer melden. Ich arbeite ehrenamtlich. Ja, ist so, ne? Ja, meistens. Und meine Rheinländer Frohnatur, der Typ, der Lehmann-Modus, einjährig ruhig. Lehmann-Modus. Ich habe gesehen, du hast da so einen Powerbalken bei dir auf dem Video, ungefähr hier oben, so einen Balken. Da steht immer irgendwas mit 0 und 50. Läuft aber im Moment nicht so gut bei dir, ne? Ja, die Krankenkasse will auch schon wieder Tausende. Tja, das ist, wenn man vorher auf Lack kloppt, ne? Wenn man da seine Anträge reinschmeißt und die Tante am Telefon fragt, ja, was verdienen sie denn so? Aber 5, 6, 7, ja, ist unterschiedlich, ne? Ja, dann bist du natürlich auch im High-End-Bereich, ne? Aber der Vorteil ist ja, du hast ja bei 1000 Euro Krankenversicherung im Monat, kriegst du ja zum Beispiel von der Krankenkasse auch die Pflaster gestellt. Ne? Die haben da so eine Goldbordüre, so einen Goldrand, ne? Sieht schick aus, ne? Gibt es übrigens auch für Kinder, ne? Also falls du wieder deine rosa Woche hast, dass du sagst, ich hätte gerne die Kinderpflaster, habt ihr noch die mit dem Einhorn? Ne? Was wollen sie denn damit abkleben? Ja, ich habe Diabetes, ne? Keine Ahnung, einmal um den ganzen Fuß rum oder sowas, ne? Ich habe übrigens gehört, wir genießen jetzt mal kurz die Stille. Man hört maximal das Grundrauschen und ein paar Nebenrauschen. Du atmest ganz komisch, hast du schon mal gemerkt? Jetzt, wo du die ganzen Filter da rausgebastelt hast aus deinem Shure-Mikrofon, du hörst dich aber lungentechnisch jetzt auch nicht mehr so ganz auf der Höhe, ne? Nur mal so, guck mal hier, der Fisch, der ist ja gut geworden, ne? Ja, ich finde den geil. Ich habe ja hier noch so eine extra Pampe. Für alle, die mal rektal was brauchen, kurz einmal mit dem Finger rein. Läuft wie geschmiert, ne? Kannst aber auch einfach mal so eine kleine Prise nehmen und dann so übers Tetto hobeln. Ja, da wird es dann farbenfroh. Das wird hier schon mal eine Backe, ne? Ah, guck mal, der Knöcki hier, ne? Das ist ja schon wieder fast ein Vorspiel, was ich hier mache. Ne? Oh, guck mal, toll. So, oh, das riecht aber ganz angenehm, ne? So. Die Schatten sind ganz gut geworden. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich braun werde. Ne? Bisschen, ich muss hier noch so ein paar Schuppen nacharbeiten, aber so wird. Apropos Schuppen, ne? Ich wollte hier noch aufs Netz schuppen. So, erstmal hier ein bisschen nachdesinfizieren, ne? Man weiß ja nie. Ja, ich habe gesehen, finanztechnisch sieht schlecht aus im Spechtos, ne? Trifft aber viele. Wir haben ja
Januar, Nachzahlung, Vorauszahlung. Die Reserven sind aufgebraucht. Die Topwerfer werden von der Familie entmündigt. Ist auch scheiße, ne? Herbert ist weg mit dem Porsche. Weiß nicht. Du machst mir ja noch immer so einen zu optimistischen Eindruck, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mal so hochgerechnet, ne? Was seid ihr? 4-Personen-Haushalt? Was hat der? 100, 110 Quadratmeter? 3,5 Zimmer, 4,5 Zimmer? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Keller? Ja, ganze Tausi. Ich weiß das nicht, ne? Kostet ja Spaß ein Tausi. Tausi zum Leben. Ne, Essen. Ein bisschen muss man ja auch selber auf Vergabe legen. Ist ja egal, ob Geld von Fremden ist, ne? Das spielt keine Rolle. Tausender ist ein Tausender, ne? Billiger Witz auch bei Aldi auch nicht. Auch wenn man in der Schnäppchen auf der Halle guckt. So, haben wir schon zwei. Miete, Krankenversicherung, nochmal 1000, haben wir schon 3. Wenn man die 3 über YouTube machen will, muss man schon 4,5 umsetzen. 30% Abzug, weiß ich ja, ne? Und ja. Ich vermute ja mal, da fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren hier irgendwie, keine Ahnung. Löse ich mich auf oder würde ich hier losneigen? Alles gut. Ja. Ich denke mal, ohne das Oma und Opa. Eher so als da was Zuschuss, dann wird es wohl nicht funktionieren, ne? Ja, zumindest hast du ja noch genug Nutella im Haus, ne? Ich hoffe, du hast das nicht alles verschenkt. Kannst du ja alles brauchen, da kannst du alles hier Wagenschmiere. Wenn man so Lager kaputt ist, mal so eine Hand Nutella unten dran, ne? Mit frischer Folie drum, hält auch ein paar Tage, ne? Nutella, du hättest auch den einzigsten Opel Mokka, der auch nach Nutella auf der Autobahn riecht, ne? Ist ja auch nicht schlecht, ne? So. Also du nicht, ist ja der Karre von deiner Frau wahrscheinlich, ne? So, mir ist halt nur aufgefallen beim Thema Geld. Ich hatte ja ein bisschen was veröffentlicht. Ich hatte ja die Einladung ausgesprochen. Guck mal, die Leute zum Beispiel, ich habe da sehr positives Feedback drauf bekommen. Und haben gesagt, Mensch, du bist ja total transparent. Ja, ist doch immer schon gewesen, ne? Und vielleicht wäre jetzt auch die Stelle, wo du mal vielleicht dein persönliches Finanzouting machst, als Unternehmensberater, du sagst, ja, wieder scheiße gebaut, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß auch nicht, wie ich euch das erklären soll. Weil, kannst du dich daran erinnern, letztes Jahr kamst du ja mit der Nummer, traurig gucken, ne? Dirk, was hast du denn? Auch nix. Nee, kaum erzähl. Irgendwo, du hast doch irgendwas, du guckst so drauf. Nee. Ich hab ein kleines Problem. Ach, dir komm, erzähl, jetzt mach keinen Scheiß. Wir sind eine große, starke Community, wir halten zusammen. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Ab nächste Woche hören wir uns dann erstmal nicht mehr, die wollen mir den Saft abdrehen. Kannst du dich dran erinnern, war doch witzig, ne? Und Mensch, da sind die doch Stromrechnung mal eben schnell knapp 1000 eingesackt. Mann, das waren noch geile Zeiten, ne? Und ja, dann druckst du ja so ein bisschen rum. Komm dir, irgendwas hast du doch noch. Ist da noch irgendwas? Kleines Problem. Kriege ich aber auch alleine hin, ist gar kein Problem. Nee, Digga, jetzt komm, jetzt hau raus, jetzt kannst du auch sagen, ne? Ja, da sind noch so 1,5, 2,5. Man müsste da mal genau gucken, ich habe die Post seit 4 Monaten nicht aufgemacht. Kann sich daran erinnern, dann kam nochmal, ich glaube 2,6 kam nochmal hinterher geschossen, ne? Und dann 3 Tage drauf, das fand ich ja total geil. Das war ja das Sahnestück dann. Ne? Also erst kassiert man knapp 1000 für Strom, dann nochmal schnell 2,6 abgreifen. Und dann kam das Paradestück. Dirk, was ist los? Ach nix, ich schäme mich so. Nee, komm, jetzt erzähl, jetzt haben wir dir so viel geholfen, jetzt wollen wir den Rest auch wissen, ne? Ich habe noch eine Rechnung gefunden. Ja, was steht drauf? 700 Euro.
Ich wäre auch bereit. Ich fahre auch nicht in Urlaub. Ne? Ich schicke dann die mir zugelaufene plus die Nachzucht, die fährt dann alleine in Urlaub. Ich bleibe zu Hause, ich muss ja auch arbeiten. Bla 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 bla. Ne? Und da kann mir dann direkt nochmal 700 oder 800 kann nochmal hinterher geflockt. Ne? Alter, in einer Woche 4 Kilo abgegriffen. Alter, Applaus. Das Ding hat gesessen. Ne? Der war gut. Ich bin mal auf dieses Jahr gespannt. Der wird hier so die Nachzahlung. Ob der schon wieder seit 4 Monaten die Post nicht aufmacht. Also spätestens im März ist hier wieder Holland in Not. Ne? Hundertprozentig. Guck mal, bei deinem Einnahmebalken hier oben. Ich kontrolliere mit. Ich habe ja gesagt, ne? Bei deinen Einnahmen hauen die Ausgaben dich K.O. Hundertprozentig, Alter. Ich bin wirklich gespannt, wie lange du die Nummer auf der Kette kriegst. Ohne Scheiß. Das wird eine spannende Nummer, ne? Ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Ich bin schon wieder in diesem komischen, gehässigen Modus, ne? Im hessischen Modus. Gehäschten Modus. Aber ich bin groß, stark, stabil. Ich bin nicht klein, hässlich. Ich habe eine bubbelige Nase und mein Sohn ist auch nicht größer wie ich. Ich fahre auch nicht mehr im Kinderroller rum, nix. Ich habe normalen Roller. So. Es wäre doch deine Chance gewesen, ne? Transparenz. Du hättest Bonuspunkte hier beim Publikum machen können. Ja, der Mann, der tut was. Der will sein Leben ändern. Und wir ziehen da auch mit. Auch finanziell kommen jeder ein Euro, scheißegal, ob das Euro hier, Euro da. Ich meine, dem Künstler hast du den Tipp ja auch gegeben, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Und ich bin gespannt, hast du eigentlich schon gesehen, du hast so dieses, im Moment so dieses, hier, du kriegst hier so dieses, diese tiefen Riefen hier, auch dieses Augsburger Puppenkistengesicht, so dieses Ferngesteuerte. Wenn der Kleine immer an die Strippen zieht, weißt du, dann hast du hier so ein Scharnier, ne? Dirk, sag mal, ich bin geil. Du bist geil. Yes, Baby. Augsburger Puppenkistengesicht. Merkel hat auch noch her gehabt. Merkel, muss man gucken, die ersten Jahre, ne, die war ja fast 16 Jahre, war sie ja in der Politik. Und Merkel hat am Anfang, sah die ja gut aus. Und so nach 8 Jahren kriegt die so auch dieses Fernsteuergesicht, ne, dieses irgendwann, das zieht die Strippen und die bewegt nur noch den Mund dazu. Ne? Ja. Ach so, dann hatte ich heute am 16. Ich hatte dein Frühstücksstream. Der passte übrigens heute zu meinen Aufstehzeiten. Das war gut. Und du warst gerade fertig, stand ich gerade auf, saß ich hier mit dem ersten Kaffee da. Aber ich bin auch erst um 7 ins Bett. Ne? Also von daher, der darf man auch um 10:30 mal ganz kurz mit dem Arsch aus der Kiste springen. Das haben wir uns verdient. Und ja, du hast da wieder so viele wunderschöne Sachen. Ich zepp ja nur durch, ne? Zepp. Aber meistens erwische ich die richtigen Stellen. Aber auch nicht schwierig, die richtige. Sind ja alles dieselbe, dieselbe Operette. Ne? Hast du keinen eigenen Content mehr? Schätzelein, was ist los? Was stimmt mit dir nicht? Ich fand das auch mit dem Telefon gut, ne? Wenn du jetzt anfängst, hier diese Kasper-Nummer nachzumachen, ne? Mit irgendwelchen Geistern am Telefon sprechen. Das ist so ein bisschen wie SEK-Einsätze zum Geburtstag. Das ist so völliger Irrsinn. Das ist Erwachsenenliga, ne? Also du darfst eins, musst du immer im Auge behalten. Zu den kurzbeinigen, wackeligen Pinguin hast du eine Zielgruppe, die besteht aus erwachsenen Menschen. Also 50, 60, 70, teilweise sogar noch älter. Die fahren da voll drauf ab, ne? Muppet Show, ulkige Witze und eine als, keine Ahnung, 4 Monate dabei, du kriegst das rosa Einhorn. Da fahren die richtig drauf ab, das finde ich super gut. Ich war ja auch schon in Versuchung, hab gesagt, komm, lass mal ein Abo da, ne? Ich habe ja nicht mal ein Abo bei dir, ne? Du konntest mal sehen, wie geizig ich bin. Du fragst dich immer auch zurecht, ja, wie geht das mit uns beiden Hübschen weiter? Also ich bleib hier, du bist weg irgendwann. Also ich vermute mal so, in der Richtung wird das laufen. Und ich tue dafür noch nicht mal allzu viel. Also meine Hauptarbeit dabei ist warten. Warten kann ich total gut. Ne? Ich habe ja über 4 Jahre gewartet. Knast. Da, da,
kannst du warten, ne? Da gehst du morgens um 7 zum Beispiel, hast du irgendwas Schäppiges an den Beinen oder am Arsch oder keine Ahnung, der Schrumpelschnädel und sagst, ich muss mal zum Doc, der soll sich das mal angucken, ne? 7 Uhr wirst du dann da hingekarrt und wenn du gut drauf bist, keine Ahnung, 12:30, 1 bist du schon wieder zurück in deiner Zelle, ne? Essen steht dann, wenn du Glück hast, noch auf dem Tisch, vielleicht noch lauwarm. Gibt's ja um 11:30 immer, gibt's ja immer Essen im Knast, ne? Und ja, und das ist wie beim richtigen Arzt, ne? Du musst da schon auch Zeit mitbringen, ne? Ich bin gespannt, wie du dich aus der Nummer hier so überhaupt, so dieses Finanzielle interessiert mich ja, ne? Die Einladung steht ja nach wie vor. Also ich bin, und jetzt kommt, jetzt das mal kein Spaß. Ja, du gehst ein Riesenrisiko ein, wenn du deine Zahlen veröffentlichst, wenn die Leute sehen, was du alles abgezockt hast. Na klar, werden die alle erstmal pissig sein. Aber ich glaube, du könntest die Kurve kriegen. Weg vom Bürgergeld. Ne? Du bist ja schon so am Bürgergeld gefährlich. Ich glaube noch nicht mal, dass du Bürgergeld kriegst. Ich glaube, das könnte eher so eine Sozialnummer werden bei euch. Ne? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ne? Naja, wir gucken mal. Weil du wärst ja, wegen deiner Depression, wärst du ja theoretisch nicht arbeitsfähig, ausgesteuert. Und damit sagt das Arbeitsamt, der hat bei uns hier nichts zu suchen. Und ne, schon ist der Patriarch Teil des Sozialsystems, aber auf der Minusseite. Ne? Aber andersrum ist ja so wie immer für dich. Ne? Also, da mit der Sonnenseite war bei dir jetzt auch nicht so lange. Also zumindest, soweit ich gehört habe, als Selbstständiger nicht. Ne? Ich war 29 Jahre selbstständig. Du warst ein paar Jahre selbstständig, hast aber auch viel gearbeitet, habe ich gehört. Ne? Also zumindest, dass du das behauptet. Hast ja auch Spitzenjobs gehabt. Ne? Kellner, keine Ahnung, Kochhilfe, Bau, Baggern. Ja, finde ich gut, Baggern. Ich meine, Löcher braucht man immer, ne? Ich habe immer denselben Job gehabt, ne? Ich habe immer mit diesem Computer habe ich umgespielt. Computer, Internet, Security, Shopsysteme programmieren, Datenbanken, Aufträge verteilen. Auch so. Auch nur so einen langweiligen Scheiß, weißt du. PHP, SQL, Java, HTML. Richtig, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ne? Also ich heute, guck mal, ich kann nichts richtig, ne? Ich kann viele, viele Sachen gut, aber nichts richtig. Ja. Deswegen spiele ich ja zum Beispiel auch kein Lotto, ne? Macht ja keinen Sinn, man trifft ja sowieso nicht, ne? Kannst ja nicht dein Leben lang Lotto spielen, nur um einmal zu gewinnen, ist auch doof, ne? Also wenn einmal, Einsatz, Fünfer, Pupf, und dann könnt ihr gleich die Millionen rüber schicken, ne? Das wäre zum Beispiel mein Lebensmotto, ne? Komm, lass uns den ganzen Scheiß sparen. Gib mir die Tatas und fertig, ne? So. Guck mal, ich habe zum Beispiel noch gar nicht angegeben, dass die bei mir viel mehr schmeißen wie bei dir. Nicht, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn es scheiße läuft. Guck mal, ich habe mein ganzes YouTube-Leben nichts monetarisiert. Ich habe damit erst angefangen, als du mich geärgert hast. Da habe ich gesagt, ja, ist ein guter Plan. Das Geld, was im Umlauf ist, es ist ja im Prinzip jeden Monat dieselbe Summe. Summe X, wie auch immer es sein mag. 5.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 100.000 Euro, 100 Millionen. Also Summe X ist im Pott. Und wenn man gut ist, nehmen Leute da so eine Hand und sagen, bitteschön, das war cool, das hast du gut gemacht. Na, und dann, das summiert sich dann ja auch. Ne? Nein. Kauft man sich geile Klamotten oder so. Ich bin ja auch arm. Guck mal, zum Beispiel, dir hat mein ein treuer Fan geschickt. Ich schäme mich auch dafür. Hier ist übrigens jetzt da ist ein fucking Brand. Ja, irgendwie mit den Fingern passt nicht. Ein fucking Brandloch habe ich mir hier reingehämmert. Ne? Aber da will ich mir so einen Aufbügelaufkleber holen. So, weißt du, so den drauf und einmal so, fertig. Ne? Das ist mein Lieblingsshirt mittlerweile. Ne? Da hole ich mir irgendwie so, keine Ahnung, so einen Spruch so. Ich habe ja noch einen. Ich habe noch einen. Ne? Besser eine Kutte wie eine Nutte. Ne? Für meinen Harley. Das ist ja noch mein. Nicht Harley, für meine Moto Guzzi damals. Ne? Habe ich mir so Aufkleber-Patches geholt. Ne? Ich glaube, den, der könnte hier passen. Ich bin ja auch arm. Ne? Da haben wir ja schon. Guck mal, da haben wir beiden ja schon was zusammen. Ne? Wird Gemeinsames wieder. Ne? Das verbindet uns auch ein bisschen. Deswegen auch diese Sympathie. Und deswegen. Du hast ja auch Familie. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen im Streichelmodus.
Aber ist interessant, ne? Jetzt wenn wir das jetzt mal ohne Scheiß, also mal hier den Flachs wegmachen, ne? Ist doch interessant. Guck mal, wie lange hat das gedauert, bis es kam, wie ich sagte? Eine Idee? Kein Jahr. Das hätte übrigens schon viel früher kommen können. Ich hätte nur viel aktiver sein müssen. Ich habe gesagt, ich werde dieses Problem damit lösen, das fair zu machen. Ich gehe nicht in Angriffsmodus. Ich werde also nur rein passiv ein ab und zu mal ein bisschen gegenhalten, mal ein bisschen gegensteuern, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da schrauben, da mal ein Tropfen Öl dran, da mal ein bisschen flutschi und dann läuft das auch alles geschmeidig. Und habe gesagt, die sind so hochnäsig, die zerstören sich ja selber. Ist ja viel cooler. A, weniger Arbeit. B, kannst du in der Zeit ja auch was anderes machen, wenn sie sich zerstören. Ne? So, und du bist jetzt an dem Punkt, wo das läuft bei dir. Ne? So. Ich bin gespannt, wie du diese... Du hast ja das MVM-Problem sozusagen gehabt. Ne? MVM-Problem, kurz erklärt, MVM, eine schwergewichtige Internet-Bulidin. Ich weiß gar nicht, ob die Ortsbelegung ist, ne? Einst sehr begehrt, auch Telegen, sie war auch im Fernsehen, hat also auch viele Leben aus dem Leben begleitet, sagt sie. Und ist so ein bisschen, sagen wir mal, man kann es positiv oder negativ sehen, ne? Auf jeden Fall hat die aus viel Geld wenig gemacht. Sie hat Aktien gekauft von McDonald's in Form von Hamburgern, die sie da persönlich abgeholt hat, mit ihrem Leih-Porsche. Und hat aber nicht erkannt, dass der Kontostand irgendwann genauso war wie immer. Nur, dass das ein Minus vorstand. Also, so, und jetzt stellt sie dann irgendwann natürlich fest, ups, das ist nicht gut. Ja, ich meine, viele werden gewarnt haben und haben gesagt, ey, MVM, das ist nicht gut, guck mal auf deinen Kontostand. Und das Problem ist immer, nehmen wir mal nur 1.000 Euro, die fehlen. Also es fehlt ja viel mehr, ich habe es ja schon mal erklärt. Dir fehlt ja nicht nur der Teil, auf den du verzichten musst wegen deiner Arroganz und den Teil, der aufgrund meiner Bemühungen dem Markt entzogen wurde, und zwar allen, also mir auch. Ne? Also es ist ja nicht bei mir angekommen und bei dir weggenommen worden, sondern es ist komplett entweder eingestellt worden von vielen Leuten, dass sie sagen, nee, ich habe da keinen Bock, meine Kohle bei solchen Idioten reinzuknallen. Aber ich brauche auch wenig, ich bin ja nicht viel, ne? Wir haben ja nur Katzen und das kriegen wir schon hin. Ne? So, aber bei dir bin ich mir nicht sicher. Ne? So, auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel so laufenden Geschäftsbetrieb hast, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Und ja, dann hast du einen so schlechten Monat dabei, dann bist du also plus minus null, minus 1.000. Das heißt, am Zahltag fängst du schon mit minus 1.000 an. Das heißt, du brauchst jetzt schon 2.000, damit du 1.000 hast. Bedeutet aber, du müsstest bei, sagen wir zum Beispiel YouTube, Werbeeinnahmen oder, keine Ahnung, irgendwie sowas, 4,5 umsetzen, um 3 rauszukriegen, plus 1.000, bis mal 5,5. Die musst du erstmal machen. Ne? Hast du ja vorher gehabt, hast du ja mal gesagt, ne? 7.250 am Morgen. Mit teilweise 500, 600 Zuschauern, kann sich daran erinnern, das waren noch geile Zeiten. Ne? Da war der alte graue Pläne-Schmieder immer unterwegs und gesagt: guten Morgen, Shalom, guten Morgen, grüß euch, guten Morgen, ich habe ja nichts weiter geschrieben wie immer: guten Morgen, Shalom, grüß euch, hallo, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Nee. Ich weiß nicht, ob du die alten Videos und die Chats noch alle hast, guck nach, ich habe immer nur guten Morgen geschrieben. Aber ich spiele auch keine Rolle. Alles das Einzige, weil ich damals fehlerfrei konnte. Guten Morgen. Ja, guck mal, wo du heute bist. Guck mal, kannst du dich daran erinnern zum Beispiel? Da hätte ich auch gerne mal vielleicht in einem deiner Reacts oder Parts, oder ich weiß nicht, wie du deine Katastrophenfilme da nennst, ich hätte da ganz gerne auch mal lobend erwähnt. Du hast ja damals gesagt, ich wäre ja nur ein kleiner YouTuber, was ich von dir wollte. Und daraufhin habe ich halt dann gesagt, ich habe ja damals diesen gut laufenden Kanal gehabt, Knacki Deluxe, und
Ja, ich bin ein kleiner YouTuber. Damit du siehst, wie kleine YouTuber das richtig machen, habe ich ja diesen neuen Kanal aufgemacht. Kannst du dich daran erinnern? Der ist ja flanschneu gewesen. Kein einziger Abonnent. Ich habe einfach gesagt, ja, ich fange einfach nochmal neu an. Nicht, dass das irgendwie heißt, ja, der bringt schon 5000 Mann da als Gefolgschaft mit und die haten mich dann alle und die mobben mich und sowas. Habe ich so, nein, komm, wir machen hier einmal komplett Neustart. Ich habe ja, guck mal, sogar das hängt Auto auf. Ich habe die alle draußen gelassen. Kein einziger von den Vögeln spielt hier bei diesem Game mit. Kein einziger. Es geht nur um das, was im Pott ist. Und da finde ich, guck mal, ich habe jetzt 2698 Abonnenten. Zwei noch, habe ich schon 2,7. Ja klar, Hälfte gekauft, weiß ich ja, ne? Erzählst du, Hälfte wäre gekauft, ne? Ja, aber die Hälfte meiner Gekauften guckt aber meine Videos mehr und öfter wie deine Gekauften, deine gucken. Also von daher tut sich da nicht viel, ne? Also, du hast ja fast doppelt so viel wie ich, ne? Und trotzdem weniger Klicks drauf, ne? Ja, das war auch noch schön, ne? Dass sie haben dann erzählt, ja, der geheime Masterplan von diesem Knacksack, von dem Willi, der ist Klicks und Likes. Views, der ist Klicks und Likes. Nein. Das ist nicht richtig. Vor allen Dingen ist die Reihenfolge falsch. Also, ich erkläre, und Hand aufs Herz, ich meine das tot ernst, was ich jetzt sage. Ich bin gar nicht an Geld interessiert. Macht. Einfluss, Macht. Wer das hat, hat den Rest automatisch. Nach Macht hätte ich gerne noch die ganze Kohle. Und zwar alles. Nicht nur ein bisschen oder so ein Teil oder hier. Ich hätte gerne alles. Alles, was im Pott ist. Alles zu mir. Ich mache damit gute Sachen. Danach hätte ich gerne die ganzen Klicks. Und wer noch gerade Zeit hat, kann dann auch noch ein Like setzen. So, das wäre für mich meine persönliche Reihenfolge. Was soll ich mit Klicks? Ist doch Quatsch. Oder Likes. Ja, sieht gut aus. Kannst ja trotzdem nichts verkaufen. Und ohne Einfluss läuft nichts. Ne? Was willst du am Rubikon, wenn du nichts zu melden hast? Der Rubikon ist erreicht, muss ich wieder googeln. Ne? Der Horizont ist erreicht, das Limit. Ne? Also Rubikon ist ja, kannst ja für alles. Ne? Im Prinzip kannst du auch sagen, Rubikon für zwei Personen, süß-sauer oder sowas. Ne? Da fällt dir schon was Lustiges ein. Ne? Ich hatte heute, ich habe ja, ich glaube, ich hatte auch depressive Phase. Ne? Ich glaube, das könnte auch am Wetter gelegen haben. So langsam komme ich wieder ein bisschen in Form, ne, dass auch meine Reactions so ein bisschen öfter kommen und dass ich so Lust drauf habe. Das ist einfach so kräftezehrend gewesen, so die letzte Zeit. Hast du das auch? Kräftezehrend, ne? Das ist ekelhaft, ne? Kriegst den Arsch nicht hoch. Hast keine Themen, weißt auch nicht genau. Ja, immer wenn du was machst, bums, springt da einer aus dem Gebüsch und macht für so ein Hater-Video, ne? Ja, guck mal. Und was ich ja lobenswert finde, du nimmst ja im Prinzip viele meiner Hinweise und Tipps dankend auf. Das hätte sie ja alles viel billiger haben können. Ich habe zum Beispiel damals immer gesagt, deine gesamte Videosammlung, da hast du immer so diese Grinsebilder. Ne? Das ist also vorne, wenn man so auf den Kanal geht, naja, ist ja immer einer flüssig gemacht und sobald du auf das Video klickst, sitzt da wieder der mit der Augsburger Puppenkiste ungeduscht, ungekämmt, ungewaschen, gerade aufgestanden. Verstehst du? Und das Schlimmste aktuell, das Allerschlimmste aktuell, ne? Und pass auf, unsere Zuschauer werden ja über die Wochen, Tage, Monate, Jahre, werden sie ja zu Experten unserer Persönlichkeit. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass unsere Fans so zwischen den Zeilen lesen können, dass die Bedarf erkennen zum Beispiel. Ne? Ja, der eine hat mal gesagt, hier, der hätte mal wieder Hunger auf eine Pizza. Also Endresultat, der hat keine Kohle, um sich eine Pizza zu kaufen, schicke ich dem mal einen 20er. Verstehst du? So sind es wirklich viele Leute drauf, oder wo ich meine ganze Wäsche entsorgt habe, weil ich jeden Steg gegen Tag hatte. Ne? Ja, das ist, im Grunde ist das ja mein Problem. Aber da waren auf einmal Leute da, die sagten, ja, der rettet ihr echt in zwei alten gebrauchten Unterbuchsen rum. Ist irgendwie doof, ne? Ich kam mir auch immer doof vor, mit 60 Geschenke anzunehmen, muss ich auch sagen.
Weißt du, wenn einer Geld schickt und du kaufst ja das selber, ist das so das andere. Aber wenn andere das tun, ist schon manchmal peinlich. Aber ich war auch immer sehr gerührt, dass Leute da so empathisch sind. So. Verstehst du, die machen sich Gedanken, die machen sich richtig üble Gedanken über uns so. Wie geht's denn? Warum guckt er so? Was ist da gerade wieder Phase? Kann man helfen? Also wir haben viele, viele, viele gute Leute in diesem Pool, in diesem Markt. Ey, die haben eine Kohle, ne? Knatter, Mensch. Da kannst du richtig was abziehen, ne? Dies ist ja dein Sinn. Also meiner nicht so. Ich sage ja mal, Geld ist ein Abfallprodukt von Erfolg. Immer schon mein Motto gewesen, ne? Ich habe also zwei sehr gute Läufe im Leben gehabt. Da ist der Rubel dermaßen gerollt. Allerdings war das strafbar. Deswegen erzähle ich da heute am besten nicht allzu viel vor. Aber ich habe richtig Geld verdient. Richtig, richtig übel viel. Ich habe also locker zwei Häuser schon weggeknallt. Ja, aber dafür habe ich im Leben viel Spaß gehabt. Eva ärgert sich immer noch schwarz. Die war 40 Jahre als Friseuse unterwegs. Hat jeden Tag im Laden gestanden bei 40 Grad mit dem Föhn, der 50 Grad die Haare trocken bläst. Die kriegt nicht viel mehr Rente wie ich, ne? Aber ich habe 40 Jahre mehr Spaß gehabt. Siehst du, das ist eben der Unterschied, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel Spaß du im Leben so hattest, ne? Aber das, was man so von dir alles so gehört hat, das hört sich jetzt nicht so toll an. Aber ist egal, es ist dein Leben. Oh, und deine Zuckerkrankheit, dein Karma, jeder kann damit machen, was er will, ne? Ich auch. So. Und ich habe halt gesagt, ich finde den cool, ich nehme den als Hobby. Deine Lache, die ist so falsch. Ne? Und das ist das, was die Leute hören. Das ist falsch. Du versuchst, deine Schwäche zu überspielen. Ne? Glaub nicht, dass die Leute das nicht merken. Und das ist ja wieder ein kleines Puzzlestück deines Unterganges. Also die Leute merken, dass das, was du da produzierst oder versuchst zu vermitteln, du versuchst ja jetzt im Moment so ein bisschen so diese transparente Kuschelfamilien-Scheiße da wieder zu fahren. Also Minisoap, ne, wir sind die Familie Feuerstein. Papa ist beim Fernsehen. Ist das alles ganz toll, ne? Versuchst ja jetzt im Moment so ein bisschen dein Image so ein bisschen aufzupolieren. Ja, ist zu spät, ne? Die Arschloch-Videos von dir sind ja alle unterwegs. Und ja, gut, ich meine, du kannst sie jetzt alle wegknallen, ne? Also auch, was dich jetzt bei mir stört, brauchst du mir keine Einzweilige schicken. Du brauchst mir einfach nur sagen, dat, dat und dat und dat und dat, mach das alles weg. Ich mach dir auch alle weg. Also wenn du jetzt sagst, was du da produzierst, das geht mir auf den Keks, ich kann das so machen wie du. Ich lasse immer das letzte Video stehen und den letzten Livestream stehen. Und bei mir wird es trotzdem knallen und scheppern und bei dir eben nicht. Das ist halt so, ne? Du kamst ja mit der Erkenntnis, dass man die ganzen Videos ja gar nicht braucht bei YouTube. Also, deswegen hast du ja alle voll gemacht, damit du sie hinterher löschen kannst. Ne? Nee, ganz schön schlau, mein Freund. Also ich finde es gut. Also wenn ich so auf Kanäle komme und da sind irgendwie 5000 Videos, ja, auch die alten guckt sich mal einer an. Ne? Also ich finde das schon nicht unwichtig. Ne? Also, ja, sind ja teilweise auch wichtige Informationen bei gewissen. Ne? Aber du merkst selber, wohin du dich entwickelst, ne? Oder? Was hat der alte Knacksack gesagt? Wo geht die Reise hin? Siehst du? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe immer noch so verständnisvolle Momente für dich. Und die schlechte ist, keine Gnade mehr. Also, wir können über alles diskutieren, machen, tun, aber das Endresultat wird dasselbe sein. Guck mal, ich kann jetzt theoretisch letzte Kippe, ich falle gleich tot um. Endresultat wird dasselbe werden. Endresultat ist nicht mehr aufzuhalten. Keine Chance. Und Streamer, und zwar alle, da meine ich jetzt alle, die aus unserem Besucherpool und Spendenpool ihr Leben finanzieren oder ihre Karrieren aufbauen wollen, das ist, wir haben die gleichen Fans und Hater. Und zwischen diesen Fans und Hatern sind ganz, ganz böse Menschen. Ich habe es immer gesagt. Schau mal, ich hab dir nichts geschickt. Weder die Polizei, ja einmal, weil du frech gewesen bist mit deinem Schwarzhackhof da, ne?
Aber ich käme nicht auf die Idee, dir irgendwie die Bullen in eine Bude zu schicken mit irgendeiner so gefickten Mail oder dir ein Carport zu schicken oder eine Pizza oder anzurufen. Wozu? Aber andere finden es witzig, das zu tun und hoffen, dass du Blödmann sich dann anschließend dahinsetzt und andere Leute beschuldigst und mit dem Finger auf die gezeigt hast. Das kann ja nur da und daher gekommen sein. Denn meine Leute tun das nicht. Ja, doch, doch. Deine tun's, meine tun's, die in der Mitte tun's. Da sind immer so zwei, drei Schafe dazwischen, die natürlich wissen, wenn jetzt das und das passiert oder ich das und das tue, gehen die wieder aufeinander los und wird wieder witzig für uns. Ja, aber ich habe da noch nie mitgemacht. Keine Chance. Mache ich nicht. Ich bestelle nichts. Also, was ich bestelle, das bezahle ich auch. Bar. Ich habe ja immer noch kein Konto. Ne? Wird ja mein Jahr. Wahrscheinlich brauche ich jetzt ein Konto. Ja. Aber ist doch auch mal, jetzt mal ohne Scheiß, ist doch mal ganz entspannt, wenn man so mal nachmittags mal ein paar Minuten zusammensitzt und so mal die Gedanken so vor sich hintreiben lässt und sagt, hey, guck mal, so sieht's aus. Hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. Man weiß halt nur nicht, wie er wird. Ja, ich hab einen total beschissenen, ekelhaften Humor. Also alleine für meinen Humor müsste man mich schon wieder einsperren, jetzt ohne Scheiß. Ich habe wirklich, pechschwarz. Ich habe schon dunkelpechschwarzen Humor. Also der ist schon gemeingefährlich, ne? Ja, so sieht's aus. Ja, keine Ahnung. Wir verbleiben jetzt an der Stelle erstmal so. Ich rauche noch. Wir können auch eben zusammen ein Kippchen hier schnell wegschnüffeln. Und ja, ich habe einen weiteren Auge auf dich, ne? Bin einer deiner größten, treuesten Fans und vor allen Dingen, ich will ja auch wissen, wie das bei dir zu Ende geht. Ne? Gibt es da noch einen Abschiedsstream, ne? Dass du sagst, so keine Ahnung, in 6 Stunden wird der Kanal gelöscht, ne? Ich fange morgen bei Aldi an der Kasse oder sowas, ne? Oder dass du plötzlich wieder gesund bist. Ne? Passiert ja auch schon mal, ne? Wenn die Not groß ist, zack, sind sie wieder gesund. Ne? Wenn du so eine Unternehmergranate bist, du hast doch letztens erst erzählt, dass du irgendwie noch ein paar Premium-Kunden am Rennen hast, die du begleitest. Wie machst du das denn eigentlich mit deinen Premium-Kunden, die du betreust, die ja vom Unternehmensberater, einem charmanten Unternehmensberater, mit viel Unternehmensberater-Erfahrung, wie ruiniere ich meine Firma am besten, möglichst schnell? Verkaufen Sie erstmal 2 Mercedes AMG, das ist schon mal ein guter Anfang. Seien Sie möglichst wenig in der Firma. Machen Sie NDAs, also Non-Dispute Agreements mit Ihren Mitarbeitern, dass die auch, wenn sie schlecht behandelt oder ausgepeitscht werden, in der Mittagspause nicht darüber öffentlich reden dürfen. Also das ist auch zum Beispiel wichtig, immer dran denken. NDA machen, egal wie schlecht sie hier behandelt wurden, ich werde nie darüber öffentlich sprechen. Ja, scheiße, die halten sich ja nicht immer dran, ne? Mann, selbst auf das schlechte Personal kann man sich nicht verlassen. Ne? Hinterm Horizont steht eine Leiter, da gehe ich hoch. Hast du ja über deinen Abgang schon mal. Bei uns ist ja momentan auch so ein bisschen Abgang, ne? So, wo du sagst, wenn du morgens wach wirst, erstmal durchzählen, was funktioniert, was tut weh, was geht noch. Und das ist so, der erste Gedanke ist nicht Kaffee, Kippe, Klo, ne, KKK, also nicht AK-47, sondern KKK, Kaffee, Kippe, Klo. So, wenn du morgens so wach bist und so eine Viertelstunde liegst und sagst, gut, ich fange mit einem kleinen C an zu wackeln, geht noch, und denkst, naja, aus der Erfahrung, ich weiß, das dauert jetzt so seine Zeit, bis das alles funktioniert, bis die Kniescheibe sich wieder eingerenkt hat und die Bandscheibe sagt, okay, einsatzbereit. Derzeit machst du dir schon Gedanken und sagst, haben wir eigentlich eine Sterbeversicherung? Wie läuft denn das eigentlich, wenn jetzt einer morgens hier liegen bleibt? Ist auch irgendwie doof, ne? Wartet man noch, bis die Rente kommt, oder? Nein, natürlich nicht, ne? Aber so Gedanken hat man da schon mal, ne? Dass man auch so für sich selber sagt, ne? Ich will ja, guck mal, du kennst das ja selber, ne? Ich habe ja das Problem, ich bin ja schwer. Ich hätte ja gesagt zu Eva, wenn hier mal was passiert, schmeiß mich vor die Tür und sag, du kennst mich nicht. Fertig. Der König, nehmen Sie ruhig mit, einäschern, pudeln Sie irgendwo weg, egal, fertig. Der Abgang darf ja nichts kosten, ne? Leben war ja schon teuer genug. Also ich sag ja, schwarzer Humor, gefährlich, gefährlich, ne? Ich kann nur so was lachen, sogar mit Krankheit, ne? Also. Jetzt kommt gleich
Ich glaube, könnte schon da sein, die Frau, die Eva kriegt immer Rücken, weil sie so auch hier, die hat ja hinten auch so, ne? Ich müsste da die auch haben, ne? Aber ach, ich habe keinen Bock, da Krankenkasse auf den Sack zu gehen. So, 40 Minuten. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin und bleibe dein größter, treuster Fan. Väter, schade, dass wir uns nicht persönlich kennenlernen konnten bis jetzt. Vielleicht kriegen wir die Gelegenheit nochmal dabei, ne? An den Hörnern gepackt. Ich habe ja so, guck mal, kannst du dir erinnern, was ich für tolle Friedensangebote gemacht habe, ne? Du kommst zu mir, ich komme zu dir, ich besorge Kuchen und ich beiß da auch vor rein, damit du weißt, dass da kein Rattengift bei dir in der Portion drin ist und so. Brauchst du keine Angst haben, ne? Also so ein Familientag sozusagen, ne? Frau und Frau, Mann und Mann und mal so gucken, ne? Katze streicheln, mal, wie geht's dir, wie geht's mir und so, ne? Mal schnuppern. Handvergleich, Armvergleich, ne? Oberarm nachmessen 46, ich glaube, das könnte ein bisschen mehr sein, ne? Im Moment. Ich habe Bock zu trainieren. Ich habe jetzt ein paar Mal habe ich so diesen Drang gehabt, so keine Ahnung, morgens um 4 so lag ja auch Schnee. Also ich sag, komm, mit Skiern und Block oder sowas, ne? Und dann fiel mir wieder ein, Scheiße, du hast ja Bandscheibe, ne? So, Kippchen ist weg. Video lade ich hoch. Wahrscheinlich bin ich nachher. Ich glaube, ich mache das als Premiere. Ne? Premiere, Hip Hip Hurra. Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Macht was ihr wollt. Euer Knacksack. Viva la Revolution. Ey. Und achte auf die Farbe. Ohne irgendwas zu tun. Ey, ist das voll Kerzenlicht, ist das überhaupt geworden. Ey, du hast ein 550-Euro Mikrofon, wird sich scheiße an. Aber jetzt mal ohne Flachs, hör dir mal das Video von heute Morgen an, vom 16. Alter, du bist ja am Pfeifen wie eine Dampflokomotive. Du hast also mindestens hier. Könnte aber auch an dem Stoff liegen, den du da immer inhalierst. Ne? Sag mal, ziehst du die Filter mit oder machst du vorher aus? So, die Einsatzleitung ist da, jetzt wird massiert. Ne? Tschüss. Ja, Fragen über Fragen, ne?